Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin tatsächlich immer noch nicht nass geworden und demzufolge habe ich jetzt die Gelegenheit, noch ein Thema anzuschneiden. Und zwar, Scheiße, Akku leer. Erstmal Akku wechseln. Ja, also nachdem ich immer noch nicht nass geworden bin, möchte ich euch jetzt was zu Holzkohle und Asche erzählen. Dazu müsst ihr erstmal wissen, dass wenn man Holz verbrennt, bekommt man quasi neben Hitze und den diversen Gasen, die da ausdampfen, im Endeffekt ist es dann alles eine nieder- oder hoher molekulare Kohlenstoffverbindung, die da davon fliegt. Letztendlich irgendwo CO2, teilweise mag es auch noch ein Methan sein, also ein CH4, das ist dann schon ein bisschen höher molekular. Es gibt zum Teil auch noch sogar ein bisschen alkoholische Verbindungen, die beim Holzverbrennen ausdampfen können und so weiter und so fort. Spielt alles keine allzu große Rolle, aber es ist generell so, dass Holz immer eine Verbindung aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff ist. Und das zu 98 bis 99%. Und nur das letzte bisschen, das letzte 1 bis 2%, das ist die Asche und das sind die anderen Bestandteile, die im Holz noch so drin sind. Das sind dann sämtliche Nährelemente, die ein Baum zusätzlich zum Wachsen noch braucht, aber eben nur in mini Mengen. Das ist ungefähr so ähnlich wie bei der Bundestagswahl, da gibt es ja auch immer die anderen. Und was die Partei die anderen ist, ist beim Baum die Asche. Der Vergleich ist völlig sinnlos, aber ist mir gerade spontan eingefallen und wahrscheinlich schneide ich ihn nicht raus, so wie ich mich kenne. Einfach ausgedrückt ist Asche einfach der nicht brennbare Bestandteil von Holz. So, und was ist da drin? Kalium, Magnesium, Calcium, bisschen Phosphat, was denn noch? Natrium unter Umständen, Eisen, Mangan, Molybdän. Ich mag Molybdän, das klingt so toll. Molybdän. Egal. Jedenfalls einen ganzen Haufen Mineralstoffe würden wir es nennen, denn so heißen die auch. Jetzt mag der ein oder andere sich denken, klingt irgendwie gesund und das ist es auch. Denn Asche kann man im Prinzip tatsächlich zur Nahrungsergänzung in Survival-Szenarien und auch möglicherweise außerhalb von Survival-Szenarien, wer lustig ist, verwenden. Nachteil, leider stecken da auch noch so nicht so gesunde Dinge wie Aluminium oder Eisendreioxid oder irgendwelche anderen schönen Schwermetalle wie Blei oder ja, was da noch so alles gibt, auch radioaktiven Krempel wie Cäsium und ja, steckt da leider auch alles drin. Also so ganz optimal ist es mit dem Aschefressen dann auch nicht. Und das Problem ist, bei Pflanzen gilt, je langlebiger die Pflanze, desto schwermetallhaltiger die Asche der Pflanze, weil die Pflanze viel Zeit hatte, um jede Menge lustige Nährelemente aufzunehmen und darunter sind dann im Laufe eines Pflanzenlebens auch ein gewisser Anteil an Schwermetallen. Allerdings kommt es natürlich auch nochmal drauf an, welchen Teil der Pflanze man denn da bitte zu Asche verarbeitet hat. Wenn es sich jetzt um die äußersten Zweigspitzen, die man zum Beispiel in einer Buschbox verheizt hat, handelt, dann dürfte der Schwermetallanteil minimal sein. Heißt, so eine Asche kann man dann durchaus zur Nahrungsergänzung verwenden, während dann halt eben die Asche aus dem Stamm von einem 200-300 Jahre alten Baum mit Sicherheit ein gewisses Maß an Schwermetallen angereichert haben wird und so eine Asche, wenn man tatsächlich den Stamm eines 200-300 Jahre alten Baumes einfach als Brennholz nutzen würde, ich hoffe, das macht niemand, jedenfalls in so einem Fall, das sollte man dann nicht als Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Aber ich greife vor, bleiben wir jetzt erstmal bei der Definition von den jeweiligen Bestandteilen und gehen auf die Holzkohle ein. Einfach ausgedrückt ist die Holzkohle getrocknetes und auf das CO2-Gerüst reduziertes Holz. Soll heißen, da ist kein Wasser mehr drin, also so gut wie keins, ein ganz kleines bisschen auch noch. Und die leicht flüchtigen Bestandteile, die bei einer Verbrennung früh ausgasen, unter anderem eben das Wasser, das dampft ja bekanntlich bei 100 Grad davon und schon ein bisschen früher, die sind halt alle schon weg. Was für uns den großen Vorteil hat, dass
Holzkohle mitschleppen erheblich leichter ist als Holz mitschleppen, weil Holzkohle einfach durch das fehlende Wasser viel weniger wiegt und natürlich auch noch die anderen fehlenden Bestandteile. Holzkohle hat aufgrund ihrer Struktur dann auch eben nichts leicht Entzündliches mehr und bildet beim Brennen selten eine Flamme, sondern glüht eher. Das allerdings bei höheren Temperaturen als ein reguläres Holzfeuer tut. Das kann jetzt selbstverständlich, und jetzt greife ich schon wieder vor, aber ich sage es gleich mal, für Survival-Unternehmen durchaus interessant sein, wenn man ein besonders heißes Feuer braucht. Sollte man tatsächlich ultra-crack sein und sich an Metallurgie versuchen wollen, also sich irgendwelche Metalldinge einschmelzen, spaßeshalber. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendein Survival-Experte beherrscht, aber interessant wäre es. Ich bin für sowas so blöd. Tatsache ist aber, dass es mit Holzkohle und einem entsprechend aufwendig produzierten Ofen tatsächlich möglich wäre, Eisenerz einzuschmelzen. Das geht. Das hat man damals auch nicht anders gemacht. Also, wie gesagt, nur mal so als kleiner Fun-Fact, wenn man das so nennen darf, für zwischendurch. Ja, dann kann Holzkohle natürlich auch verwendet werden, dadurch, dass sie lange glüht, als zum Beispiel unter das Bushcrafter-Bett legen und dann entsprechend die Nacht gut gewärmt verbringen oder zumindest ein paar Stunden von der Nacht, je nachdem, was von Holz man verwendet hat. Ich habe es im Kapitel Brennholz schon mal erwähnt. Das gleiche gilt auch bei Holzkohle. Je höher die Rohdichte des Holzes ist, desto energiereicher ist das Holz und damit auch die Holzkohle. Sprich, wenn ihr eure Holzkohle im Idealfall, auch wenn das Verschwendung ist, aber wir sprechen ja von einem Survival-Szenario, aus Eiche macht, dann habt ihr am meisten davon. Vielleicht kann man jetzt auch noch mal kurz erwähnen, wie stellt man Asche her? Asche herstellen ist einfach. Man nimmt Holz und verbrennt es bei hohen Temperaturen komplett. Sprich, man braucht ein gut gehendes Feuer, sonst entsteht keine reine Asche. Dann hat man so ein Gemisch aus Holzkohle mit gewissen Aschekomponenten. Aber da wäre ich dann auch wieder vorsichtig, was die Nahrungsergänzungskomponente angeht. Wie stellt man Holzkohle her? Das ist erheblich komplizierter. Im größeren Maßstab braucht man dafür, naja, in der Regel einen Meiler. Es gibt historisch gesehen auch noch andere Methoden. Aber der Beruf des Köhlers war ein Fachhandwerker, ein Otto-Normalverbraucher. Müsste schon wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit aufwenden, um zu lernen, wie man einen Meiler betreibt. Das ist also wirklich nicht so einfach. Das kann man als Laie eigentlich, fast nicht hinkriegen. Das ist allerdings genauso wie mit der Metallbearbeitung und dem Einschmelzen von frei in der Natur vorkommendem Eisen. Kann man als Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich auch nicht lernen, aber möglicherweise gibt es ja irgendwelche in der Metallbearbeitung enorm erfahrenen Zuschauer. Ich glaube, mindestens einen habe ich. Wie dem auch sei, Herstellung von Holzkohle für den kleinen Mann funktioniert in der Theorie und da muss ich sagen, ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich habe es mal versucht, aber es ist aus irgendwelchen Gründen gescheitert und ich kann euch leider auch nicht sagen, warum. Aber in der Theorie funktioniert das so, dass man sich ein 50 x 50 cm Loch gräbt, also 50 cm tief, 50 cm Durchmesser, vielleicht den Durchmesser ein bisschen kleiner lassen, das kann auch nicht unbedingt schaden, denke ich. Das Loch sollte dann quasi wie ein Dakota Firehole aufgebaut sein, also mit einem zusätzlichen Schacht, der zur Belüftung dient, und zwar unten, und von diesen Schächten zwei, also auf beiden Seiten, damit es einen Durchzug durch das gesamte Loch geben kann. Denn in dieses Loch packt man unten ein riesiges Zundernest rein. Das muss schon wirklich was sein, was ordentlich und heiß brennt, damit das ganze andere Holz dann auch angezündet wird. Und da drauf packt man dann so dicke Stämmchen von einem gut verkohlenden Holz. Buche, Eiche bietet sich an, wenn verfügbar. Schichtet das schön, quadratisch auf, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Ich glaube, ihr wisst, wie es gemeint ist. Also so als Türmchen halt. Ne? Müsste einigermaßen klar sein. Es gibt auch noch verschiedene andere Varianten, müsst ihr dann mal ausprobieren. Das zündet man dann unten an mit diesem großen Zundernest. Dann hofft man, dass das so einigermaßen zum Brennen gerät.
und macht oben den Deckel drauf. Ein Deckel kann bestehen aus zum Beispiel, wie bei Meiler, Grassoden. Sprich, die oberste Bodenschicht ausgestochen und davon so ein paar daraus Ziegel quasi rausgestochen mit einem Spaten oder was man halt hat an Material, an Arbeitsgerät. Und diese Ziegel legt man da oben drauf, damit das von oben nur noch ganz wenig Luft rankommt. Ein bisschen darf, aber nur noch ganz wenig, und das sollte dann da möglichst gleichmäßig rausqualmen. Damit es auch schön gleichmäßig bleibt, das was da qualmt, und bitte weißen Rauch, nicht schwarzen Rauch, muss man dann entsprechend die Belüftungslöcher ein bisschen verschließen, bis ein bisschen weniger verschließen, eventuell auch ein bisschen erweitern. Das ist jetzt die hohe Kunst, und das macht die Köhlerei auch so schwierig, dass man als Laie einfach keine Ahnung hat, daran ist es bei mir auch gescheitert, wie viel Luft da jetzt genau dran muss. Ein ganz kleines bisschen Luft muss, aber eigentlich soll das, was in dieser Grube stattfindet, gar keine Verbrennung sein. Eine Verbrennung ist definiert durch Zufuhr von externem Sauerstoff, also sprich, da kommt irgendwo atmosphärische Luft an unser Feuer ran. Was wir aber wollen für die perfekte Holzkohleproduktion ist eine Pyrolyse. Das wäre dann also keine Verbrennung, sondern eine thermische Umsetzung vom Holz nur mit dem Sauerstoff, der im Holz als solches schon drin ist. Da ist ja Holz in der Verbindung Holz, in der Verbindung Holz ist ja Sauerstoff drin. Und der verbrennt dann quasi das Holz von innen heraus. Außer dass es keine Verbrennung ist, sondern eine Pyrolyse. Das ist was Eigenes. Und dabei würde dann eben optimale Holzkohle entstehen, die dann wirklich auf ein Kohlenstoffgerüst reduziert ist, und alle anderen Sachen sind dann quasi raus. So die Theorie. In der Praxis gibt es zwei Möglichkeiten, die da schief gehen können. Nämlich erstens, der ganze Haufen fängt einem an, richtig zu brennen. Sprich, es brennt einem einfach alles ab und man hat am Ende einen Haufen Asche und keine Holzkohle. Oder nur sehr, sehr, sehr wenig Holzkohle, und dann war der Aufwand auch irgendwie nicht so wirklich gerechtfertigt. Wobei man da natürlich noch ein schönes Feuerchen hätte unter Umständen. Oder Möglichkeit 2, es brennt einem einfach überhaupt nichts, weil es kommt nicht richtig in Gang, die Pyrolyse. Das ist ganz schwierig, weil man eine exakte Temperatur von 285 Grad oder irgend sowas haben muss am Anfang, damit das losgeht. Das erreicht dann eine Temperatur von bis zu, ich glaube, 450 oder irgendwie so. Kann man ganz wunderbar in verschiedenen Anleitungen nachlesen. Das würde ich euch dann bitten zu tun, wenn ihr im großen Maßstab Holzkohle produzieren wollt. Oder probiert es einfach rum und hofft, dass ihr einfach talentierter seid als ich. Ich bin, wie gesagt, kläglich gescheitert. Bei mir hat es einfach gar nicht erst gebrannt. Ich habe das Zundernest da wohl angezündet bekommen und dann hat es ein bisschen gebrannt. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt musst du es abdecken, damit die Pyrolyse starten kann. Dann war es aus. Also dementsprechend auch mit den Belüftungslöchern, das hat dann auch nicht geholfen. Die habe ich dann ganz aufgemacht. Hat nichts gebracht, war ich irgendwie zu blöd. Aber ich bin auch nicht so der Feuercrack. Ja, dieser Exkurs jetzt für diejenigen, die ausprobieren wollen, Holzkohle im großen Stil zu produzieren. Und in der Zwischenzeit, das ist nämlich jetzt gut, dass ich so lange gelabert habe, denn jetzt kann ich meine Bushbox einigermaßen anfassen und euch hier mal in die Kamera halten und darauf hinweisen, was ich jetzt hier habe bei einer vergleichsweise guten Verbrennung in einem kleinen Hobo. Also in einem großen Hobo wäre die Verbrennung noch besser, in einem Holzvergaser würde man überhaupt keine Holzkohle bekommen. Aber ich habe hier jetzt ein bisschen Holzkohle und ziemlich viel Asche. Und dann kann ich euch nämlich mal zeigen, was Holzkohle ist. Tada! Also das hier ist jetzt Holzkohle, sprich ein verkohltes Stückchen Holz, das noch meistens einigermaßen in seiner Struktur her so halber mit Holz zu vergleichen ist, ist aber sehr porös, kann man also relativ problemlos zerdrücken und pulverisieren und bekommt dann ein Holzkohlepülverchen, und das ist eben Holzkohle. Anders als... heiß! Asche ist das, was hier immer wieder aus der Buschbox rausfliegt und was ihr jetzt heiß, hier sehen könnt, das da auf der Seite, dieses ganz Weiße, das ist ziemlich reine Asche und die wäre jetzt als Nahrungsergänzungsmittel zu gebrauchen. Bekommt ihr also, wie gesagt, bei jedem halbwegs heißen Feuerchen relativ
große Mengen von Asche. Die ist dann meistens noch eine ganze Weile heiß. Generell gilt, sowohl Asche als auch Holzkohle sollte für medizinische Anwendungen immer im frischen Zustand verwendet werden. Also die sollte nicht 3, 4, 5 Tage alt sein, weil sonst saugt sie sich wieder voll mit allen möglichen anderen Dingen und verliert dann ihre positiven Eigenschaften. Hier haben wir ein wunderbares Stück Holzkohle, das man so jetzt auch super als medizinische Holzkohle, also als improvisierte medizinische Holzkohle verwenden könnte. Und so sieht das Ganze dann im zerbröselten Zustand aus. Würde jetzt niemanden überraschen. Ich habe nur gedacht, ich halte es einfach mal in die Kamera, wenn ich es jetzt schon hier habe. Jo, und damit können wir jetzt zu den Anwendungsbereichen von Holzkohle kommen. Holzkohle ist mal vom brennenden Effekt halt eben abgesehen. Und dann können wir jetzt mal auf die Anwendungsbereiche unserer beiden tollen Feuerprodukte quasi ein bisschen genauer eingehen. Nämlich, neben der Tatsache, dass man eben damit grillen kann, ist Holzkohle vor allen Dingen dann zu gebrauchen, wenn man Verdauungsbeschwerden schlimmerer Art hat. Ihr kennt wahrscheinlich diese medizinischen Kohletabletten, die man in so kleinen Blistern bekommt, die ganz viele Leute im Reisegepäck auf beliebigen Touren dabei haben. Ich hatte die auch schon relativ häufig auf irgendwelchen Gruppentouren dabei und die haben wir auch relativ häufig zum Teil auch als Placebo an ein bisschen panikschiebende Mitreisenderinnen, also junge Mädels in Anführungszeichen, verteilt und wahrscheinlich wegen dem Placebo-Effekt hat das dann auch meistens geholfen. Tatsache ist, die Dinger sind quasi dafür da, dass sie Stoffe, die im Magen, im Darm unterwegs sind und irgendwelche Unruhe anstellen, binden. Und das macht eben quasi jede Form von Kohle. Dafür muss es nicht eben diese medizinische Superkohle in Tablettenform sein. Jetzt können wir mal vergleichen diese verschiedenen Sorten von Kohle, die uns zur Verfügung stehen. Eben die medizinische Holzkohle, die ist ähnlich wie Aktivkohle. Erstens mal sehr fein zerkleinert und hat dadurch eine enorm hohe Oberfläche bekommen. Da hat man, glaube ich, dann pro Gramm von dieser Kohle 6, 7 oder 8 oder noch mehr Quadratmeter Oberfläche. Quadratmeter, ja? Also wirklich enorm. Und das bedeutet, an dieser riesigen Oberfläche kann erstmal physikalisch relativ viel Zeug andocken durch Van der Waals Kräfte. Adsorption nennt man das Ganze dann. Und ja, das war's, weil mehr weiß ich dazu nicht, weil das ist Physik. Und Physik beläuft sich mein Wissen auf 11. Klasse Gymnasium irgendwie. Seitdem, ja gut, ich habe theoretisch im Studium Physik gehabt, aber das war so ein Teamwork, so ein bisschen, wenn ihr versteht, was ich meine. Irgendwo muss auch ich mal ein bisschen bescheißen dürfen. Das ist aber auch das Einzige, wo ich das gemacht habe. Alles andere habe ich richtig selber gelernt. Wie dem auch sei, so viel zur physikalischen Komponente des Ganzen. Natürlich gibt es auch noch eine chemikalische Komponente der Wirkungsweise so einer Kohle, denn dadurch, dass die eine enorm hohe Oberfläche hat, hat die auch jede Menge Austauscherplätzchen, also chemische Gruppen, die in der Lage sind, von bestimmten Ionen belegt zu werden, und die hängen dann da dran und hängen da dann normalerweise, sofern sich nicht die äußeren Bedingungen wahnsinnig ändern, auch erstmal fest. Und davon hat eben so eine Kohle an sich per se erstmal sehr viele Plätze. Und da kann man jetzt den Unterschied festmachen eben zwischen industriell aufbereiteter Kohle, Aktivkohle oder die medizinische Holzkohle in diesen Holzkohletabletten. Denn die ist quasi gereinigt worden und da hat man dann durch diese Reinigung dafür gesorgt, dass all diese Austauscherplätze, an die sich irgendwelche anderen Stoffe dran setzen könnten, um da gebunden zu sein und dann nicht mehr in unserem Organismus, sondern an der Kohle hängend und keinen Schaden mehr anrichtend, die sind eben alle gereinigt. Die Kohle hat also eine enorm hohe Austauschkapazität. Während so eine Kohle, die wir uns aus unserem Feuer genommen haben, eben sind jetzt gerade nur ein paar Krümel, keine Reinigung durchgemacht hat. Das soll heißen, die hat zwar auch potenziell eine enorm hohe Anzahl an Austauschplätzen, aber von denen sind halt schon ein paar belegt. Wie viele,
weiß man nicht. Kommt auf die Art der Kohle und die Qualität der Kohle an. Grundsätzlich gilt, je reiner die Holzkohle, desto weniger besetzte Austauschplätze. Also sprich, je toller ihr euren Verkohlungsprozess hinbekommen habt, desto besser. Ist auch irgendwie nachvollziehbar und logisch, denke ich. Das heißt jetzt aber nicht, dass die normale Holzfeuerkohle nichts bringt, sondern das heißt einfach nur, dass man von der dann eine größere Menge benötigt, wenn man damit irgendwas anfangen kann. So, das zu den Unterschieden zwischen käuflich erwerbbarer und selbstgemachter Holzkohle. Was macht die jetzt eben genau? Eben Dinge aus unserem Verdauungsapparat, wenn wir sie essen, rausfiltern. Das kann sein, irgendwelche pflanzlichen Giftstoffe. Das funktioniert mit pflanzlichen Giftstoffen von daher übrigens auch besonders gut, weil die auch alle auf einer Kohlenwasserstoffbasis basieren und unsere Holzkohle ebenfalls eine Kohlenstoff-Wasserstoff-Basis hat. Und zumindest so viel wisst ihr wahrscheinlich noch aus eurem Chemieunterricht: Gleiches löst sich in Gleichem. Ist jetzt sehr simpel erklärt, aber das gilt auch bei Stoffen, die halt an einen anderen Austauscherstoff dran gebunden werden. Wenn die auf einer ähnlichen Basis funktionieren, dann funktioniert das eben besonders gut, dass die aneinander andocken und uns dann im Magen-Darm-Trakt nicht mehr auf die Nerven gehen. Heißt also, wenn wir irgendwelche kleinen fiesen Giftstoffe verschluckt haben, dann müssen wir ganz viel Kohle hinterherwerfen. Dann werden diese Giftstoffe eben nach Möglichkeit, bevor sie bei uns durch die Darmwand zum Beispiel in den gesamten Körper transferiert werden und dann überall ganz große Schäden anrichten, schon an die Kohle gebunden und kommen mit der Kohle dann wieder aus der dafür vorgesehenen Vorrichtung. Jawohl.